Was geht und willkommen zu meinem Video. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr ein Logo für euren RP-Server erstellen könnt. Das Ganze geht eigentlich ziemlich einfach. Wir brauchen dafür auf jeden Fall einmal Adobe Photoshop. Und öffnen bzw. erstellen uns eine neue Datei, 1000x1000 oder 96x96. So, wenn wir das Ganze erstellt haben, sehen wir hier einen schwarzen Hintergrund. Das soll natürlich nicht so bleiben. Deshalb gehen wir hier oben rechts unter Eigenschaften auf Fläche, kriegen hier ein kleines Fenster, Farbwähler und wählen uns hier eine Farbe aus. Wie ihr wollt natürlich, ich empfehle auf jeden Fall eine dunkle Farbe, das heißt, wenn es blau sein soll, dann kein helles Blau, sondern eher so ein dunkelblau, grün, dunkelgrün und so weiter. Ich nehme jetzt hier so ein dunkles Grau. So, das gefällt mir schon ganz gut. Dann würde ich sagen, beginnen wir direkt mal mit dem Wasserzeichen im Hintergrund. Müsst ihr natürlich selber entscheiden, wie ihr wollt. Wenn ihr kein Wasserzeichen im Hintergrund haben wollt, dann könnt ihr die Stelle hier eigentlich skippen. Ich blende euch unten eine kleine Zeit ein. Bis dahin könnt ihr skippen und dann geht es mit dem eigentlichen Logo weiter. So, aber für alle, die so ein Wasserzeichen haben wollen, erkläre ich das Ganze nochmal. Nämlich schreibt ihr hier dann euren Namen hin, was dann letztendlich im Hintergrund angezeigt werden soll. Macht das Ganze ein bisschen kleiner und packt das hier oben links perfekt in die Ecke. Kopieren uns das Ganze und fügen das untereinander ein. Bis ganz unten. Und jetzt hängt es ein bisschen. So. Dann kopieren wir uns die Ebene, fügen die nochmal ein. Und das Ganze nochmal. Das Ganze nochmal, da hier noch ein bisschen Platz ist. So. Oder? Ja. Ja, das passt so. Dann wählen wir alle vier Ebenen aus. Rechtsklick, Text rastern. Und nochmal Rechtsklick, auf eine Ebene reduzieren. So, dann gehen wir hier oben unter Transformieren und wählen, geben da minus 20 ein, damit das Ganze ein bisschen schräger ist. Und bei Deckkraft geben wir 5% ein, ja oder so, ja wie es passt, ne? Nehmen wir einfach 8%. 8% sieht eigentlich ganz gut aus. Macht das Ganze ein bisschen größer, damit man die Ränder nicht mehr so sieht. Und zack, hätten wir unser Wasserzeichen im Hintergrund erstellt. So, dann kommen wir zum eigentlichen Logo. Erstellen uns nochmal eine neue Textebene. Ich empfehle auf jeden Fall 1 bis 3 oder 4 Buchstaben. Länger sollte das Ganze auf jeden Fall nicht sein, sonst sieht es auch nicht mehr schön aus. Wir nehmen jetzt hier einfach mal zwei Buchstaben, den Anfangs- und den Endbuchstaben, packen das Ganze auf jeden Fall in die Mitte, machen es ein bisschen größer, auch nicht zu groß, da ich gleich noch etwas vorhab. So, jetzt würde ich sagen, klicken wir mal Rechtsklick, Fülloptionen. Je nachdem könnt ihr hier dann beliebig einstellen, wie ihr das Ganze haben wollt, Schein nach innen, und hier könnt ihr sehr, sehr viel dran dann rumspielen. Glanz, könnt dann hier nochmal die Farbe ändern und alles wie ihr wollt. Aber ich habe jetzt hier schon eine fertige Fülloption. Das ist so ein schönes Rot. Klicke auf OK, dann haben wir nämlich hier schon die Farben drin. Jetzt können wir noch ein bisschen dran rumspielen. Ich würde sagen, wir biegen das Ganze noch ein bisschen. Das heißt, wir markieren das, gehen hier oben auf Text verformen. Art wählen da dann, ja, nehmen wir mal einen Bogen aus, aber nicht so ein weiter Bogen, vielleicht so nach unten. Können natürlich hier auch noch andere Bögen auswählen oder Fisch, dass das so ein bisschen wellig ist, sieht auch nicht schlecht aus an sich. So, ich würde sagen, ich lasse das glaube ich sogar so, pack das in die Mitte. Was ich auch immer ganz gerne mache, ist ein Buchstabe größer machen, weil das ein Buchstabe größer als der andere ist.
markieren uns dafür einfach nur einen Buchstaben, den wir größer haben wollen, und machen den hier oben dann ja, ein bisschen größer halt. So, zum Beispiel ist jetzt ein bisschen zu groß, aber gefällt mir an sich ganz gut. So, das wäre dann sogar schon unser fertiges Logo eigentlich. Wir können natürlich hier jetzt noch viel umstellen. Also wir können jetzt hier zum Beispiel noch ein Pack reintun mit vielen Effekten. Das mache ich eben mal. So, das Pack ist jetzt eher für Thumbnails gedacht, aber das habe ich jetzt mal auf meinem PC gefunden. Hier sind auch ein paar Effekte drin. Zum Beispiel haben wir hier so Brushes. Wenn es einem gefällt, kann man die einfügen. Schauen wir mal. Ja, weiß ich nicht. Kann man vielleicht irgendwie cool einfügen? Hier so hinter vielleicht. Die Deckkraft vielleicht ein bisschen runterschrauben auf 35%. Dann sieht das vielleicht wirklich sogar gar nicht so schlecht aus. Ja. Muss euch natürlich gefallen, ne? Wie ihr wollt. Was haben wir denn hier noch so? Emojis haben wir natürlich noch. Können wir einfügen. Explosions. Ich glaube, eine rote gibt es hier auch. Ne, eine pinke. Ich füge mal die pinke ein. Es dürfen natürlich auch nicht zu viele Effekte sein, weil dann sieht es auch nicht mehr schön aus. Ich meine, das hier sähe jetzt gar nicht mal so schlecht aus, wenn das Ganze hier auch rot wäre und nicht pink. Aber ja gut. Was haben wir denn hier noch so? Layer Styles. Ah, hier. Das hier könnt ihr sogar direkt kopieren. Perfekt, was ein Zufall. Nämlich ist das hier der Stil, den ich hier verwende. Könnt ihr euch einfach rüber kopieren. Und dann habt ihr auch genau diesen Stil hier drin mit diesem Rot. Aber hier gibt es dann auch noch Lila und so ein schönes Grün. Könnt ihr euch auch easy rüber kopieren. Dann haben wir sogar noch Lichter. Lichter können wir eigentlich auch einbauen. Vielleicht hier so, kopieren uns das Ganze. Und machen das nochmal hier oben. Finde ich, sieht nicht so schlecht aus, wenn wir das hier jetzt vielleicht mal. Ja, doch. Sieht nicht schlecht aus. Das hier entfernen wir dann am besten. Und das wäre unser fertiges Logo, denke ich. Okay, Partikel gibt es hier auch noch. Also ihr seht schon, ihr könnt wirklich viel daran machen. Vor allem das hier ist nur ein Thumbnail-Pack. Also es ist nicht mal für Logos oder sowas extra gemacht. Aber hier gibt es schon viel zu machen. Hier noch so weiße Partikel vielleicht drauf. In den Lichtern sind auch noch Partikel, aber man kann natürlich nur nie genug haben. So. Also ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ich meine, ihr könnt euch natürlich. Also es gibt natürlich noch animierte Logos und so weiter und so fort. Wenn ihr wollt, dass ich dazu ein Video mache, dann lasst gerne ein Like da und schreibt es mir in die Kommentare. Mache ich dazu auch noch ein Video, wie man animierte Logos erstellt. Bei Bannern bin ich auf jeden Fall raus, deswegen dazu kann ich kein Video machen, leider. Aber ich finde, für einen Anfang reicht so ein Logo auf jeden Fall. Hauptsache, man hat ein Logo, was nicht scheiße aussieht, aber jetzt auch nicht so. Also ihr wisst, was ich meine. Es reicht auf jeden Fall. Es reicht auf jeden Fall und das ist die Hauptsache. Genau, das war's mit dem Video. Check gerne in meinem Discord ab. Dort verkaufe ich derzeit sehr, sehr nice Scripts. Check die gerne aus für einen sehr, sehr guten Preis. Und dann würde ich sagen, haut rein.